Die Wall Street ist so negativ wie lange nicht. Die Rezessionssorgen steigen und deswegen wird's gerade sehr, sehr spannend. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt's hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und heute gibt's wie versprochen das erste Special aus den USA. Ich bin gerade in New Orleans und wenn ihr das feiert, Leute, dann auf jeden Fall schon mal Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um das nächste Special aus den USA nicht zu verpassen. Heute müssen wir auf die Rezessionssorgen schauen, denn auch China schwächelt gerade richtig. Die Wall Street ist so negativ wie lange nicht. Ja, da werden die einigen jetzt schon zusammenzucken, die ersten, aber es wird heute sehr, sehr spannend. Es gibt einen Mindblower, den solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche, Leute. Und da muss ich euch erstmal gratulieren, denn seit Mittwoch, dem 12. Juli, arbeitet ihr nicht mehr für den Staat, sondern bis zum Ende des Jahres endlich für euch selber. Schauen wir auf diese Grafik vom Bund der Steuerzahler. Am Mittwoch war nämlich der offizielle Gedenktag, der Steuerzahler-Gedenktag. Denn wir sehen es hier, was bleibt übrig von einem Euro, wenn wir mal die sämtlichen Steuern und die Sozialabgaben abziehen. Ja, dann bleiben leider nur noch 47,3 Cent übrig. Und das, ja, das ist schon der blanke Wahnsinn. Und jetzt wird es wahrscheinlich wie so oft wieder ein paar Kommentare geben, die sagen, ah ja, Steuern, die brauchen wir doch und das ist doch eine Frechheit und du lebst doch hier gut, dann geh doch in die USA oder nach Dubai oder sonst wohin, geh doch, wenn es dir nicht passt und damit finanzieren wir doch alles Wichtige, Straßen, Schulen, Polizei und Co. Ja, das mag ja sein. Trotzdem bei solchen Kommentaren, da schwillt mir wirklich immer regelmäßig der Kamm. Denn erstens, habe ich behauptet, dass ich in Deutschland schlecht lebe? Nein. Habe ich behauptet, dass wir Steuern abschaffen sollen? Nein. Und denkst du drittens, bitte mal erwachsen werden, dass Steuergeld immer zu 100% effizient verwendet wird, dass wir kein Optimierungspotenzial haben? Also ich finde das alles schon immer ein bisschen anstrengend, sehr naiv und vor allem trifft die Einkommensteuer ja wirklich ja, Leute, die viel leisten, die auch wenig verdienen und die Frage ist ja auch immer das große Ganze, ist es für eine Volkswirtschaft wirklich sinnvoll, ja, Arbeit unattraktiv zu machen? Erstens für die Menschen, die schon da sind, die hart schuften und ja, für attraktive Fachkräfte, die wir auch dringend brauchen. Ja, das macht Deutschland nicht gerade attraktiver. Deswegen kommen wir gleich zum Highlight der Woche und das ist natürlich ja jetzt hier mein Aufenthalt in den USA. Und Leute, ich muss wirklich sagen, das ist geil hier. Also erstens als Aktionär, man sieht überall natürlich Unternehmen, in denen man investiert ist. Wir sind jetzt hier gerade in einem Hotel in New Orleans. Wie gesagt, das ist in so einem alten Bahnhof untergebracht. Und es hat wirklich nur wenige Minuten gedauert. Dann hörst du schon den Ersten, der da sitzt und der dann drüber redet, ah, you only have to buy 5 stocks. Und das ist hier wirklich ganz was anderes. Hier wird positiv über den Kapitalismus gesprochen. Das ist auch wirklich eine ja, bombastische Abwechslung zu Deutschland. Und ich weiß natürlich, in den USA ist nicht alles besser, um Gottes Willen. Hier sind auch viele Sachen schlechter. Aber ja, mein Appell wäre einfach, wir können uns doch die guten, die positiven Sachen abschauen. Und da, glaube ich, haben wir in Deutschland noch viel Potenzial. Wenn ihr das auch so seht, gerne mal Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da sind die Bären natürlich gerade auf der Lauer. Das passt ihnen gar nicht, dass die Kurse zuletzt wieder gestiegen sind, denn eigentlich sieht doch alles ganz, ganz schlecht aus. Hier schauen wir mal drauf, vor allem in Sachen Weltwirtschaft und Rezession und Co. Hier, Chinas Exporte brechen um mehr als 12% ein. Die chinesische Volkswirtschaft bekommt die Abkühlung der Weltwirtschaft zu spüren. Der Rückgang der Importe zeigt, dass sich die Binnenwirtschaft nur langsam erholt. Also, das ist natürlich nicht ein gutes Zeichen, wenn Chinas Exporte so stark zurückgehen. Also, das deutet natürlich schon auf eine wirtschaftliche Abkühlung hin. Und wir können mal schauen, ja, worauf die Bären gerade lauern. Das ist nichts Neues. Das ist jetzt eine junge oder sehr aktuelle Umfrage hier von Bloomberg. Und da sehen wir 42%. Ja, sehen das Potenzial, dass Aktien ordentlich getroffen werden könnten, wenn eben die finanziellen Konditionen sich weiter verschlechtern. Zur Fed kommen wir gleich. Dann natürlich 36%, dass sich die Wirtschaft abkühlt. Da sagen jetzt natürlich einige zu Recht nach dem Interview mit Andreas Beck am Dienstag, glaube ich, Kant. Auch wenn der schon mal das Wort Wirtschaftskrise in den Mund nimmt, auch wenn er danach ja deutlich bullischer wieder war und gesagt hat, ja, ist alles nicht so schlimm, aber er hat ja trotzdem klar gesagt, ja, wir stehen da vor ordentlichen Problemen. Und da sagen die Bären natürlich, wenn der Beck das schon sagt, ja, dann können es bald richtig düster werden. Hier haben wir natürlich noch 18%, dass die Kosten weiter steigen, Inflation und Co. Ja, das sind gerade die größten Sorgen. Aber jetzt kommen wir gleich mal zur Inflation und müssen schon auf die Bullenseite eigentlich wechseln, denn es war eine sehr, sehr gute Woche. Zur negativen Wall Street kommen wir gleich, aber diese Woche ja, ist die Inflation ja sozusagen auf 3% gefallen in den USA. Wohlgemerkt, das waren die Juni-Zahlen. Es wurde ja vorher wieder viel spekuliert und gerechnet. Ich hatte euch das ja auch neulich noch geteilt in einem Beitrag, sozusagen die
Prognose von JP Morgan. Die hatten ja eine Range von 3,0% bis 3,2%, war das Wahrscheinlichste mit 45%. Also da sind sie ganz gut gelegen. Aber untere Range mit 3%, da seht ihr schon, es ist auf jeden Fall eine positive Überraschung, war es jetzt keine, aber eine positive Nachricht, besser gesagt, gewesen. Und schauen wir uns das mal an, denn das sieht schon ganz gut aus bei der Inflation. Hier seht ihr erstmal die Erzeugerpreise. Ja, die rauschen immer weiter in den Keller. Zum Thema Erzeugerpreise, da kommt kommende Woche auch ein sehr, sehr spannendes Interview, auch dann mehr zur EZB. Also das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Es kommen natürlich auch weiterhin Videos, auch wenn ich jetzt hier gerade in den USA bin. Keine Angst, alles top aktuell, ihr werdet mit dem Wichtigsten versorgt. Und jetzt haben wir hier noch was sehr Spannendes, ja, nämlich einer der Lieblingsindikatoren von Jerome Powell, vom Fed-Chef, nämlich die Core CPI Services ohne Shelter, also ohne Kosten für Wohnen. Und wenn wir da mal auf die dreimonatige hier die annualisierten Raten schauen, also da waren wir im Januar noch bei 4,1, im Mai dann schon bei 3,0 und jetzt im Juni nur noch bei 1,4%. Also das ist schon sportlich. Und wenn wir auf diesen Chart hier schauen, auf den nächsten, da seht ihr jetzt die Core Inflation in Large Economies. Und das ist ganz wichtig hier, der Satz, it would take CPI, also 0,17% die Monat-auf-Monat- Veränderung, dass wir eben 0,17% bräuchten wir, 0,17, ich habe es richtig gesagt, um dann auf eine annualisierte jährliche Rate von 2% zu kommen. Und da seht ihr bei den Vereinigten Staaten, United States ganz oben, da sind wir jetzt hier Month-on-Month, also Monat-auf-Monat, sind wir da schon mal 0,16%. Also ich will euch gar nicht langweilen mit den ganzen Zahlen, um es kurz zu machen, für das vierte Quartal, für das letzte Quartal 2023 ist es mehr als realistisch, es ist möglich, dass wir diese angestrebten 2% bei der Inflation erreichen. Jetzt kommen wir natürlich zur Frage aller Fragen. Was wird die Fed tun? Und da sind sich die Märkte jetzt ziemlich einig. Und zwar wird es demnach nur noch eine Zinserhöhung geben, und zwar um 25 Basispunkte. Also der Markt sagt gerade ganz klar, es ist quasi vorbei. Oder besser gesagt, bald vorbei. Schauen wir aufs Fed-Watch-Tool. Das haben wir natürlich auch in den USA hier nicht nehmen lassen, das für euch zu aktualisieren. Ich kann schon mal sagen, es hat sich jetzt nicht alles komplett auf links gedreht. Ich habe da immer noch die älteren Zahlen drin. Also es ist schon eine klare Tendenz zu erkennen gewesen in den letzten Tagen, dass der Markt ein bisschen niedrigere Zinsen einpreist. Aber es ist jetzt kein Exitus, also nichts Wildes passiert sozusagen. Aber wir sehen es jetzt hier. Mehr als 92% am 26. Juli ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da nochmal 25 Basispunkte nach oben marschieren. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Ihr seht, dann erwartet der Markt, dass wir dann erstmal oben sozusagen auf diesem Plateau bleiben und dass es dann im Januar runtergehen könnte. Und dann seht ihr, wenn wir dann Mitte 2024 kommen, dann geht es schon schärfer runter. Man sieht eigentlich auch die Bewegung ganz gut, was der Markt auch noch spielt bei Euro-Dollar. Also der Dollarkurs, ja, ist runtergekommen. Das deutet auch darauf hin, dass die Zinsen jetzt da nicht mehr weiter durch die Decke schießen. Ihr wisst ja, je höher die Zinsen, desto mehr zieht eine Währung im Zweifel dann an, desto attraktiver wird sie. Und ihr seht es ja auch zuletzt, Euro auf 16 Monats hoch. Also das ist schon sportlich. Auch da erkennt man eigentlich daran, ja, dass der Markt nicht mehr mit groß steigenden Zinsen in den USA rechnet. So, und jetzt ganz wichtig, was wird uns die kommenden Tage und Wochen beschäftigen? Natürlich die Berichtssaison. Da sind wir jetzt schon rein gestartet und da gab es ja auch positive Ergebnisse, zum Beispiel von PepsiCo, die haben überrascht positiv bei Gewinn- und Umsatzerwartungen, haben sie nämlich übertroffen. Also, da sehen wir eigentlich schon mal, wie es wieder laufen könnte, wie eigentlich bei den letzten Quartalen. Ja, wenn das Stöckchen relativ niedrig hängt, dann ist es gar nicht so schwer, die Erwartungen zu übertreffen. Und hier sehen wir jetzt nämlich eine aktuelle Umfrage, schon mal Teil 1 sozusagen, wie negativ die Wall Street ist, aber auch die Kleinanleger, blenden wir das mal ein. Expect more earnings gloom, also man erwartet bei den Ergebnissen bei der Berichtssaison nicht unbedingt das Beste. Ihr seht jetzt hier schwarz Professional Investors und hellblau die Retail Investors, also die Profis und die Kleinanleger. Und hier seht ihr, am meisten Stimmen hat bekommen, ja, dass es mehr Profit Warnings geben wird, also Gewinnwarnungen. Und zwar hier 54% glauben das bei den Profis und 58% bei den Retail Investors. Und positive Überraschungen, ja, ganz unten, da rechnen wenige damit, nur 14% der Privatanleger. Also mal so viel zu dem Thema, ja, die sind alle so gierig und alle, ja, komplett auf Hype. Ja, natürlich gibt es einige, die momentan gierig sind, gerade bei den Kleinanlegern, das mag sein, erkennt man auch an den Kommentaren immer mal wieder, dann liest man schon öfters mittlerweile wieder to the moon, das stimmt, aber dass alle gierig und komplett über
bullish und gehypt werden. Also das kann man so auf keinen Fall sagen. Und ein wichtiger Punkt noch, wir haben ja gerade über Euro und Dollar gesprochen. Da sagen viele gerade, ja, das ist nicht unbedingt eine Euro-Stärke, sondern eher eine Dollar-Schwäche. Und ein schwacher Dollar, ja, was könnte der bedeuten für die Berichtssaison? Letztes Jahr haben wir uns ja ins Hemd gemacht wegen des starken Dollars und haben gesagt, um Gottes Willen, starker Dollar, das geht ja gar nicht. Das wird sich dann negativ auf die Gewinne auswirken. Jetzt schauen wir auf diesen Chart und da seht ihr hier Earnings Strength correlated with Dollar Weakness. Also wie korreliert die Earnings Stärke, also die Gewinnstärke, die Berichtsstärke der Unternehmen, was berichtet wird, die Ergebnisse, wie stark korreliert das mit einem schwachen Dollar? Und da sehen wir ja, ein schwacher Dollar, der könnte Flügel verleihen für die Berichtssaison. Also auch ein ganz wichtiger Faktor, den momentan vielleicht viele nicht so auf dem Zettel haben. Kommen wir mal zu einem ersten Zwischenfazit und vielleicht auch so ein paar Eindrücke aus den USA, die ich euch schildern kann. Es ist natürlich jetzt auch wieder ein verzerrtes Bild, weil ich jetzt bisher nur in New Orleans war. Also das ist natürlich ein sehr kleines Brennglas, wo ich jetzt da nur durchschaue. Was ich euch sagen kann, es ist schon verdammt teuer. Also das ist Wahnsinn, auch hier, das ist jetzt sicherlich nicht die teuerste Stadt, aber auch hier ist es sehr, sehr teuer. Also Restaurantbesuch unter 100 Dollar, das ist schon schwierig. Und ich spreche jetzt hier nicht vom fancy 4-Gänge-Menü und 5 Flaschen Wein. Nee, das ist dann eher schon was Normales. Chicken Wings, vielleicht 2-3 Bier. Also nichts Außergewöhnliches. Da isst man dann natürlich gut, da kann man dann ein bisschen was bestellen, aber es ist verdammt teuer hier auch in den Supermärkten und Co. Also man fragt sich schon teilweise, ja, wie die Leute das sich alles leisten können. Aber man muss erstens mal sagen, von Rezessionen kriegt man hier jetzt nicht viel mit. Die Läden sind voll. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen und die stellen die Bären ja auch mal zurecht. Wie lange kann das gut gehen? Wann geht den Leuten sozusagen das Geld aus? Das wissen wir natürlich nicht. Spannend hier dieser Index. Können wir mal drauf schauen. Hier seht ihr die Rezession in Grau angezeichnet und das ist jetzt hier der Consumer Stress Index und da seht ihr überraschenderweise, ihr seht hier unten, was hier alles einfließt. Das ist ganz interessant. Also da fließen natürlich mehrere Faktoren ein. Ist natürlich auch immer schwer, das in den Index zu gießen, aber ihr seht, der Stress, ja, der ist da zuletzt massiv gewichen und wie gesagt, das kann ich auch noch schildern, was hier vor Ort los ist. Also das sieht jetzt nicht gerade nach ultimativer Wirtschaftskrise aus. Das heißt natürlich nicht, dass die noch kommen kann, aber hier würde ich mal sagen, erstes Zwischenfazit, ich bin ja noch in weiteren Städten, in St. Louis, Chicago, Milwaukee, also mal schauen, wie es da aussieht. Aber von großer Wirtschaftskrise ist hier und auch von großer Angst ist hier bislang nichts zu sehen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche und den will ich eröffnen mit einer Geschichte. Wir sind hier in New Orleans, wie gesagt, sind aber auch rausgefahren zu den Swamps, also in die Sumpflandschaft, kann ich jedem nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr schön, ist ja auch bekannt hier für diese Landschaft und da kann man auch Touren machen mit diesen bekannten Propellerbooten. Da fährt man dann durch diese Bayous, also durch die Sümpfe, durchs Wasser, sieht dann auch Alligatoren. Also wirklich sehr, sehr cool, ist ein genialer Vibe hier auch, weil es immer so ein bisschen düster auch ist. Es regnet auch zwischendurch immer wieder, das ist natürlich sehr anstrengend für die Luftfeuchtigkeit danach, aber ist wirklich sehr kultig hier. Und da sind wir dann bei diesem Bayous dann auch auf so einen kleinen Wanderweg gekommen. Da kann man dann auch durch die Sümpfe wandern. Und dann auf einmal gehen wir da so ganz entspannt, alles nett, alles schön. Und dann war da so eine Brücke und da hing eine monströse Spinne drüber. Und zwar so, dass man, man hätte sich ganz weit ducken müssen und dann wäre man vielleicht durchgekommen. Aber jetzt kommt's, was uns dann aufgefallen ist. Auf einmal guckt man nach oben und sieht, da vorne ist ja auch eine Spinne und dann oben, und dann siehst du, direkt über mir ist auch eine. Und dann sind wir dann so rückwärts raus und haben uns gedacht, Wahnsinn, wir sind die ganze Zeit da schön stramm und fröhlich marschiert, haben das nicht gesehen und jetzt kommt sozusagen der Querverweis zur Börse. Das ist ein bisschen wie bei Risiken. Also man kann sich natürlich nur auf die Risiken fokussieren und wenn man anfängt, mal eins zu sehen, eine so eine Spinne, dann merkt man auf einmal, da sind ja überall welche. Und so kommt man natürlich nie zum Investieren. Und dann hat man irgendwann nur noch den Blick auf diese Risiken, macht sich komplett verrückt. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Gerade weil natürlich diese Risiken, die bekannt sind, die alle kennen, sind oft, ich will nicht sagen die geringsten Probleme, aber oft dann nicht die Sachen, die alles zum Einstürzen bringen. Diese Woche habe ich von Seth Klarman nochmal was Spannendes gelesen. Der sagt, es sind eigentlich die Dinge, man muss vorbereitet sein auf die Dinge, die man vielleicht noch gar nicht kennt oder mit denen halt niemand rechnet. Meistens sind das die Dinger, die dann alles zum Einsturz bringen. Und wie gesagt, diese Spinnen, wenn man mal anfängt, dann sieht man überall nur diese Spinnen und denkt sich, um Gottes Willen, das kann nur schief gehen. Und so ein bisschen sieht es bei der Wall Street auch gerade aus. Fangen wir mal mit diesem Chart an.
Und hier ist die Frage, ja, hier von JP Morgan. Ja, wollen Sie quasi mehr Aktien kaufen? Wollen Sie die Exposure hochfahren oder runterfahren? Und da seht ihr, das ist ziemlich im Keller, also schon mal nicht so bullish. Und jetzt kommt Wall Street so negativ, ja, wie nie, wie lange nicht. Hier seht ihr jetzt die Wall Street Strategen sind sehr, sehr vorsichtig und zwar bezogen auf die zweite Jahreshälfte 2023. Ihr seht jetzt hier, ja, was hier erwartet wird und zwar ein ordentliches Minus. Ihr seht den blauen Balken hier nach unten und ihr seht, das war noch nicht oft der Fall. Wir hatten das letztes Jahr auch schon. Also ich habe eigentlich gerade ein bisschen das Gefühl, wir drehen uns eigentlich seit fast einem Jahr so im Kreis. Und ihr seht, in der Vergangenheit war das auch schon mal so, aber nicht so stark. Und zwar lustigerweise in den Jahren 1999, 2019, 2020, 2021. Und was ist danach passiert? Ja, danach ist die Börse tatsächlich 6 Monate danach immer gestiegen und zwar um 7%, 9,8%, 21,2% und 10,9% im Schnitt um 12,2%. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Also viele sind sehr negativ, die Risiken sind natürlich enorm und wie gesagt, es kann schiefgehen. Trotzdem werde ich da gerade eher bullish. Ich werde jetzt nicht all in gehen. Ich habe auch noch Cash, so rund 20%. Ich fand das letzte Woche auch wieder sehr lustig, weil ich ja gesagt habe, ich habe 5 Aktien verkauft. Das waren aber Gewinnmitnahmen. Ich habe im Gegenzug auch was gekauft. Also ich habe meine Exposure nicht runtergefahren, habe 20% Cash, fühle mich mit meinen Anleihen, wo ich auch immer wieder nachgekauft habe, fühle ich mich auch sehr wohl, weil ich da ja auch noch abgesichert bin für Rezessionsängste oder für eine mögliche Rezession, für fallende Zinsen und Co. Bleibe aber völlig entspannt und sehe nach wie vor, dass sehr, sehr viele negativ sind und es liegen so viele Sachen offensichtlich auf der Hand, genauso wie vor 6 Monaten, genauso wie auch letztes Jahr im Sommer und im Herbst. Und ja, die große Katastrophe ist dann nicht eingetreten. Und wenn man einfach mal technisch auch drauf schaut, schauen wir auf diesen Chart hier, das ist Research von Bespoke Investment. Und zwar sind momentan so 80 bis 85% der Aktien im S&P 500, ja, sind über dem 50-Tagesschnitt, über der 50-Tage-Linie. Und das ist in der Vergangenheit ein mega bullisches Signal gewesen. Ihr seht's, ja, wenn das in dieser Range war, 6 Monate danach 6,1% im Plus und 12 Monate danach 12,3%. Das ist lustigerweise diese 12,3% fast genau der Durchschnitt von dem, was wir gerade hatten. Also, das ist jetzt keine Prognose für die Zukunft. Darum geht es nicht, jetzt zu sagen, die Aktien steigen jetzt um 12,2 oder 12,3%. Aber ihr seht, zu sagen, ja, in der Vergangenheit war es so und es ist alles negativ. Man sieht überall diese Spinnen. Deswegen müssen sie halt noch lange nicht runterfallen. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und ich muss sagen, eine Aktie, die ich im Depot habe, die fasziniert mich immer wieder. Gerade wenn ich in den USA bin, und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen und dieses Mal wieder, es ist United Rentals. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Auch hier in New Orleans sind einige Baustellen. Also die Bauwirtschaft ist hier auch noch nicht komplett zusammengebrochen. Hier wird auch einiges, ja, restauriert. Es ist ja auch einiges bedürftig hier. Sind schon einige, ja, Bruchbuden sozusagen, also da wird einiges gemacht. Wie gesagt, herrscht auch Bedarf und das ist Wahnsinn bei den Baustellen. Da stehen natürlich sehr viele Geräte, Maschinen rum, auch größere und da klebt überall dieser Aufkleber von United Rentals drauf. Und das war jetzt nicht nur eine Baustelle. Vielleicht können wir kurz hier das Foto einblenden. Wir waren neulich auf dem Weg zum Restaurant. Dann steht da auch gegenüber wieder, ja, so eine, ich bin, kenne mich mit Maschinen nicht aus, aber halt eine Maschine oder wie man das auch immer nennt. Und natürlich United Rentals. Ich habe dann extra ein Foto dafür gemacht und wir sind noch an einer Baustelle vorbei. Da waren, glaube ich, gefühlt 20 Maschinen. Also Wahnsinn. Und auch lauter verschiedene Sachen. Und United Rentals ist ja ein Player in den ganzen USA. Also das ist schon Wahnsinn. Jetzt kann man dann natürlich sagen, das wird bei der Rezession natürlich schwierig, wenn die kommen sollte. Ja, klar. Aber ist vielleicht auch eine Aktie. Also ja, wer optimistisch und langfristig denkt, der kann natürlich jetzt schon Positionen aufbauen. Ich bin auch investiert in der Aktie. Oder man kann sie sich dann mal auf die Watchlist setzen, wenn man so auf den Doom setzt. Aber dann, wenn wirklich dann die Hammerrezession kommt und die Aktie dann stark fallen sollte, also dann sollte man die Aktie auf jeden Fall sich mal genauer anschauen. Also United Rentals ist wirklich ein sehr spannendes Unternehmen, dieser Verleih von, ja, sämtlichen Maschinen, die es so braucht in den USA, um sämtliche Sachen zu bauen. Finde ich immer wieder faszinierend. Vor allem die Bewertung ist auch nicht so hoch und wie gesagt, die sind halt auch ein Riesenplayer. Und was natürlich auch sein könnte, selbst wenn eine Rezession kommt, kann natürlich auch interessanter sein, vielleicht nicht zu viel in Maschinen zu investieren, sondern, ja, sich die Sachen dann eher zu leihen. Kann vielleicht sogar sein, dass es dann
sogar eine positive Geschichte wäre. Ist natürlich auch nur Spekulation. Und wichtig, wenn ihr spekuliert, ihr macht das alles auf eigenes Risiko. Ich spreche hier nur drüber, was ich interessant finde, was ich mit meinem Geld mache. Alles, was ihr daraus ableitet, macht ihr komplett zu 150% auf eigenes Risiko. Wichtig, jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen, und zwar von Goldman. Die haben sich mal angeschaut, wer bei der Berichtssaison positiv überraschen könnte. Schauen wir mal drauf hier auf die Liste. Und zwar steht da drauf Boeing, Nvidia, Biogen, Martin Marietta, Materials, Wells Fargo und Bath and Body Works. Und dann gibt es auch noch potenziell negative Überrascher. Das hat sich Wolf Research mal angeschaut. Können wir auch mal drauf schauen. Also die haben da so einen Score, wer bei den Earnings immer nicht so gut ist, wer da ein bisschen schwächelt. Und da schauen wir auch mal drauf. Und zwar Shockwave Medical, Lucid Group, Rivian, dann Dick's Sporting Goods, MP Materials und Valvoline. Also das sind vielleicht Aktien, ja, die dann enttäuscht könnten, muss natürlich nicht sein. Also das werden wir dann genau im Blick behalten. Und die Berichtssaison gibt es natürlich in der kommenden Woche und in den kommenden Wochen natürlich viel mehr Details dazu. So Leute, jetzt sind wir fast schon am Ende angekommen dieses Briefings. Also wenn es euch gefallen hat, mir macht das großen Spaß und ich beschäftige mich natürlich auch hier mit der Börse, habe das alles im Blick, weil ich gar nicht anders kann. Also ich würde verrückt werden, wenn ich jetzt sage, oh, ich kriege da zwei Wochen nichts mit. Also ich will es natürlich auch alles wissen und ja, das ist für mich einfach großartig. Mir macht das großen Spaß und das macht auch vor allem hier dann eigentlich jetzt fast noch mehr Spaß, handgestrickt und jetzt hier aus den USA, und mir macht das auch Spaß, euch dann noch ein bisschen ja, was mitzugeben hier vor Ort, sich die Sachen anzuschauen und euch vielleicht dann einen Einblick zu ermöglichen. Also, wenn ihr das feiert, gerne Daumen hoch, und wie gesagt, wir haben noch einen Talk dann mindestens geplant hier aus den USA, dann wahrscheinlich, ja, in einer Woche schätze ich mal, dass der kommen wird. Und ihr könnt natürlich auch nochmal ja, Fragen stellen, was euch so genau interessiert. Bis dahin werde ich dann auch noch mehr Einblicke haben. Das ist jetzt hier, wie gesagt, nur die erste Station. Dann geht es noch weiter. Wichtig noch, wir haben ja neulich dieses Gewinnspiel gemacht mit den Büchern. 5 Bücher von mir und 5 Bücher von Sinan. Das haben wir noch nicht ausgelost, aber das kommt natürlich bald. Das verzögert sich jetzt ein bisschen, aber das machen wir dann ganz in Ruhe, wenn ich wieder da bin. Aber keine Angst, haben wir natürlich nicht vergessen. Die Bücher werden dann bald verschickt. Und das Beating Beta Event, das ist ganz wichtig, das Offline-Event, sozusagen das Live-Event vor Ort in München, das wird stattfinden am 26.08. Wir basteln da gerade final die Landingpage. Da gibt es ja natürlich noch mehr Informationen dazu. Und dann kann man sich natürlich auch anmelden. Das wird natürlich auch ganz wichtig. Und dann die Location werden wir dann jetzt planen. Da gibt es quasi schon eine. Das müssen wir dann alles fix machen. Und müssen natürlich nochmal schauen, ob das dann mit der Anzahl der Besucher passt. Genau, aber da gibt es dann bald mehr. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen. Also es sieht auf den ersten Blick gerade nicht so gut aus. Aber auf den zweiten gibt es viele, viele Hoffnungsschimmer. Und wie gesagt, ich werde bei dem Ganzen ja, gerade eher bullisch. Bin gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.